Herr Westphal, warum muss der Wochenmarkt umziehen? Ja, alle Jahre wieder, hätte ich fast gesagt. Jetzt haben wir Gott sei Dank auch wieder die Situation, dass wir einen Weihnachtsmarkt in diesem Jahr haben werden. Der große Weihnachtsbaum entsteht ja gerade schon. Und das ist erstmal eine gute Nachricht, dass wir wieder Weihnachten feiern können auf dem Markt. Deswegen muss aber der traditionelle Wochenmarkt dann immer zum Friedensplatz ausweichen, was ja eigentlich auch ein schöner Platz ist, aber leider bei den Dortmundern und Dortmundern nicht so gelernt als Platz für den Wochenmarkt. Und deswegen vielleicht auch die Bitte an alle, kommt zum Wochenmarkt, kommt auf den Friedensplatz, weil die Marktbeschicker haben es echt verdient, dass sie ihre tolle Ware auch verkaufen können. Und es ist einfach auch schön hier und deswegen einfach herkommen. Wie ist denn der Umzug für Sie jetzt hier hoch zum Friedensplatz? Für mich unkompliziert. Ich habe einen kleinen Anhänger, den kann ich zur Not alleine auch mal 100 Meter schieben. Das ist für mich kein Problem. Und ich bin eher gespannt, weil mal neue Gesichter an meinem Stand vorbeikommen, weil die Leute andere Wege gehen und weil ich lauter Kunden sehe, die ich noch nie vorher gesehen habe. Es ist nicht so wie der Hansaplatz, aber wir können doch zufrieden sein. Wie wichtig ist das Marktgeschehen für die Großstadt der Nachbarn? Sehr wichtig. Also für mich gehört ein Markt zu einer Stadt. Und eine Großstadt braucht erst recht den Markt, weil hier ist Begegnung, hier ist, kann man sich einfach treffen, miteinander quatschen und noch was kaufen. Trifft vielleicht mal einen Nachbarn nach ein paar Wochen wieder. Das ist Markt für mich. Der Standort hier ist heller und ist offener, freundlicher.